Jo, weiter geht's mit Portal 2. Letztes Mal Der sind wir nächste im. Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Yeah. Cool. Nein. Hey. Mensch. Also, was wollte ich sagen? Genau, das letzte Mal sind wir im Raum 2 oder 3 sowas stehen geblieben. Aber im Moment schaut alles noch aus wie im ersten Teil. Nur halt alles überwuchert und veraltet. So, du kommst da drauf. Ja, nächster Raum. 4. Okay, ist wieder dasselbe hier. Dasselbe Raum. Zack. 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 Ja, oder alle gleiche. Gute Arbeit. Da es sich bei Danke. dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Yeah. Wow. Na? Vorher hast du ein bisschen mehr ausgehalten. Oder bin ich fetter? Okay, schauen wir mal. Da geht's weiter. Oh, ich kann da hoch, ich kann da hoch. So. Schon wieder so komischer Wassereimer, da wo nichts drin ist. Ich will raus. Pump. Geht nicht, schade. Unreason. Wie, 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 wie. Das ist ein Spiel. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Computer anschalten? Nö. Dann nicht. Aber hier haben sie uns immer beobachtet, kann es sein? Wenn hier so ein Ding steht? Drecksäcke. Und so Monitore. Ui, schöne Monitore. Okay, machen wir weiter. Die Leute sind komisch. Oder? Ja, weiter geht's. Also ich finde es ja bisher ganz lustig. Vor allem auch mit dem komischen, ja, Auge, sage ich mal. Das da mit uns spricht. Schon lustig. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Komisches Wasser. 5 von 19. Ich will da raus. Ach, wo so wie eigentlich ein Portal. Blöd. Ach. Blöd. Zack. Okay. Okay, wir brauchen einen Würfel. Cool. Hey, cool. Also, da ist ein Würfel. Und da ist ein Schalter. Was macht denn der Schalter? Der macht den Würfel nach unten. Bump. Genau. Da ist das Portal. Das heißt, ich bekomme den gleich. Genau. So, stellen wir mal rauf. Macht's blub. Gehen wir da mal rauf. Okay, da haben wir jetzt noch zwei Schalter. Was passiert da? Da kann ich da rein. Kann aber nichts schießen. Schade. Okay, hier. Da ging's gelb. Hier. Zack. E. Sauhund ist meiner. Okay, was passiert da? Ah ja, okay. Also brauchen wir das Portal hier. Zack, zack. Juhu!
Okay, das kenne ich jetzt noch nicht. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Cool. Ja, ich vermisse die Frauenstimme irgendwie ein bisschen. Die komische Frauencomputerstimme da. Aber die haben wir ja eigentlich getötet. Bei diesem Test gilt die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Okay. 6 von 19. Yeah. Achso. Geht's bestimmt da runter, genau. Okay, also hier muss irgendwo ein Würfel, hier? Jawohl. So, und dich darf ich jetzt mitnehmen? Geht das? Yay, cool. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Jo, ich bin die Zukunft. Portal. Gibt's hier schon ein Portal? Ah. Dann gehen wir doch mal darauf, hä? Ja. Hooray. Ah, danke. So, wo brauche ich dich denn? Ich brauche dich da. Okay, so komme ich nicht rüber. Das heißt, ich stelle dich mal da oben ab. Und wo muss ich jetzt hin? Daher. Dann sollte es so funktionieren. Scheißdreck, nicht so. So. Au. Okay. So. Ach, kann man nicht mal einschlagen. Schade. Das wäre lustig. Okay, jetzt muss ich da drauf. Jo. So. So. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Ja, sollten ich Sie an. Zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ach, es gibt keinen besseren. Ja, ein paar neue alte Rätsel. Schon ganz lustig bis jetzt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir bei den Testräumen bleiben. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Okay. So. Hallo. Hey, super. Du hast die Portalkanone gefunden. Jo. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Hey. Ist meistens so. Gut gemacht. Sauber, der Träger. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Sicher? Sicher? Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und komm auf der anderen Seite durch. Okay. Yay. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Okay. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Ja. Oder ich muss sterben. Dann aber wir drin. Haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Nee. Mhm. Okay. Auf drei. Bereit? Nee. Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, ach komm. Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Nein. Fang auf! Haha. Au. Entschuldigung. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Ja.
Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Stick. So. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Doch, kannst du. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nein. Das ist der Ernst. Ich kann nicht, wenn du dabei zuguckst. Okay. Okay, dreh dich wieder um. Nein. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Du hast doch gar nichts gemacht. Geh mich hoch und dann raus hier. Und los geht's. Weg. Ich will dich nicht weg. Oh. Jetzt muss ich den immer tragen, oder was? Die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Okay. Du bist jetzt von der Schiene weg und wirst trotzdem der Schiene folgen. Klapperer. So. Wow. Okay, der ist kaputt. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nein. Nicht in die Augen gucken. Doch. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Hi. Oh. Coole Türen. Okay, das schaut echt ein bisschen anders aus jetzt. Ich glaube, das war's mit den Testkammern. Toll, jetzt aber darf ich mit dem Typen da rumrennen. Bin ich mal gespannt. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Ja. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Nein. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Okay. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Sie ist hier tot. Hier und jetzt. Sie ist tot. Dim, 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 dim. So. Gehen wir doch mal rein ganz da, ehrlich, oder? Ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, sie ist aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Sie ist aus? Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Oh völlig ja. Durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst ich? Du nicht. Ich? Ein Mensch. Ja. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Ich stehe vor dir. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Hui, Verbrennungsmaschine. Du kommst da rein. Oder nicht? Okay. Da lang? Ich will mir nur ein bisschen umsehen. Ich schau mir GLaDOS nochmal an. Da ist gar nichts mehr da. Bisschen Gehäuse. Echt langweilig. Okay, jetzt schauen wir dahinter. Jupp. Okay, schauen wir da hin. Okay, die Treppe runter. Warum? Gibt's da über was? Umsonst? Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Das ist auch weit. Okay, weißt du was? Spring einfach. Du hast ja Beinschienen. Allerdings hast du keine Armschienen. Ich habe keine Beine, schau her. Auf die gute, altmodische Muskelkraft verlassen. Ja. Also, vergiss nicht, immer schön alles fest im Griff behalten. Okay. Servus. Ich werde immer noch festgehalten, das ist super. Du hast kräftig zugepackt, uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ist okay. So, schauen wir mal da lang. Wäre dunkel. Ah, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Was ist denn da? Wieder runter gesehen. Da geht's aber weit runter, Meister. Okay, bevor es aber hier weitergeht, mache ich einen kurzen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Also, ciao Leute.